So, liebes Crunchyroll-Team, ich muss mit euch Klartext reden und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das, was sie macht, ist eine Schweinerei. Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, eine Box von One Punch Man, die erste Box von Band 1 bis 5 in der Komplettbox kostet jetzt bei euch 53 Euro. 53 Euro statt 36 Euro verlangt ihr jetzt so viel. Und da ist sogar das Logo von Kassier zu sehen und nicht das Crunchyroll-Logo. Da frage ich mich, wie seid ihr drauf gekommen? Wollt ihr uns verarschen oder wollt ihr uns abziehen? Als nächstes habe ich hier zum Beispiel Hell's Paradise. Band 3 und 6 war das. Kostet 8,50 Euro statt 6,95 Euro. Wenn es so weitergeht, gehe ich davon aus, dass die Kunden dann weggehen und nicht mehr bei euch einkauft. Ich schaue mir das Ganze noch einmal an. Dann werde ich sehen, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich gehen, weil ein One Punch Man Manga kostet jetzt bei euch 10 Euro im kleinen Format. Ich lasse mich nicht lange verarschen. Ich bin ein Manga-Sammler, der schon seit, lass mich lügen, 20 Jahre dabei ist. Und das ist ein Scheißverhalten, was ihr macht. Ja, das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich hoffe, dass ihr das Video seht. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen und vielleicht denkt ihr darüber nach, was ihr da macht. Ich habe nur gesehen, was bei euch abgeht und wer ganz meine Meinung ist, soll mir hier ein Like geben und kommentieren, was ihr davon hält. So, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Peace.